muss wieder zurück. Okay. Wo gehe ich lang? Schon, komm, schon, komm, schon. Und wo sind Sie? Drecksack. Volltreffer. Siehst du da drüben was? Hallo? Hey, Mann! Alles okay? Ach du Scheiße! So, jetzt gehe ich gerade noch mal hier nach hinten, aber ich glaube, da hatte ich alles. Dann auf die andere Toilette natürlich. Zack, Alkohol, sehr gut, Alkohol. Uhu. Gleich zweimal, das ist natürlich perfekt. Dann kann ich einmal Party machen und einmal ein Medikit. Jetzt gehe ich natürlich zurück. Also jetzt wäre es echt fahrlässig. Ich würde wieder, ich würde es ja zurücklassen oder ein Medikit nehmen. So. Und das andere war direkt hier in dem Haus. Das hole ich mir jetzt auch noch schnell. So. Das kann sich doch jetzt blicken lassen wieder. Volle Energie. Und wir haben doch nichts verschwendet. Hier auch nochmal. Okay. Ich schätze mal, ich muss weiter. Und noch kann ich keine weiteren Gegner sehen. Ah, die habe ich sogar direkt nebeneinander erwischt. Das ist ja ein guter Schuss gewesen. Oder waren zwei gute Schüsse. Okay. Wanderweg. Okay. Der sollte hier ausführen. Naja, okay, da komme ich nicht raus. Na dann nehme ich doch den Wanderweg. Du packst das, Ellie. Ja, ja, Ellie. Hallo, du erschießt hier einen nach dem anderen. Das packst du wirklich. Oh je. Boah, das ist ja noch ein ganzes Dorf. Ich hoffe nicht ein ganzes Dorf von solchen Typen. Dann habe ich echt noch gut zu tun. Und das leichte Gefühl, dass mir die Munition nicht reichen wird. Hier noch eine neue Jacke. Ah, ein Comic.
Oh, da komme ich nicht durch. Wie, da komme ich nicht durch? Hör auf, und jetzt? Ah, ja. So, das war's. Krass. Okay. Ich habe so das leichte Gefühl, als würde hier irgendwo dann gleich ein Scharfschütze sitzen. Da muss ich hin. Warum muss ich da hin? Ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Ah, ich kann nicht. Okay. Ja. Ah, wenn ich da mal nicht durchs Haus gehen muss. Ah, da sind sie. Ja. Hey, hast du was gefunden? Oh, mieses Arschloch. Okay, zwei sind weg, aber... Heilige Scheiße! Oh, da kommen noch mehr. Was war das? Oh, mieses Arschloch. Ging leider wieder einer daneben. Ja, weil da ganz außen kommt noch einer. Wow. Also die hat ja schon einen ordentlichen Schuss drauf mit dem Bogen. Respekt. Ich würde sogar behaupten, die kann damit... Oder einer jetzt? Die kann damit besser umgehen als der Typ, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Joel? Die hatten halt tatsächlich nichts dabei, ne? Gibt's dann halt auch noch. Frechheit. Okay.
Das Gute ist, ich bin immer noch unentdeckt. Und habe jetzt doch schon so einige erledigt. Das gefällt mir ganz gut. Weil ich mir auch einfach massig Munition gespart habe. Das, da kommt mir gerade im Übrigen was. Falls es nachher wieder hektisch wird. Auch wenn es nur ein Schuss ist, aber den lade ich nach. Wie komme ich hier raus? Ich habe so eine Vermutung. Ah! Die war auch gar nicht so falsch. Ich will hier nicht festsitzen. Okay. Hier drin im Haus nehme ich mal wieder die Schrotflinte. Nachdem es ja eh quasi dann nur Nahkampf wo ist. Wo geht's hier raus? Da gehe ich gleich rein. Ich lasse auch die Tür noch zu. Ah, ich kann sie auch komplett zulassen. Leer. Ich möchte nur... Ah, Moment, ich muss mal was herstellen. Ich möchte nur nach Möglichkeit natürlich niemanden hier irgendwie auf mich aufmerksam machen. Da muss ich gerade mal gucken, was kann ich denn da? Stelle ich doch noch so einen Sprengstoff her? Ja, ich will mich so leise wie nur möglich verhalten. Und da passt dann zum Beispiel Türen öffnen eben nicht in mein Konzept. Zumindest nicht, wenn sich's vermeiden lässt. Das Ganze hier bietet sich auch an, um gleich noch richtig Stress zu kriegen. Ich hoffe nicht, dass das noch eintritt. Oh, fuck. Kommt nur rein. Ich hab die Scheiß gehört. Nein. Wo sind die anderen?
Ich hab dich. Ja, was ist denn? Daneben geschossen oder was? Wow. Drecksack. Da ist der Ausgang. Na ja, ganz zu dem ist doch blockiert. Halt, Phil! Ich rette dir das Leben! So ist gut. So ist gut. Was macht er denn? Ich ahne Schlimmes, der macht das Mittagessen. Fühlst du? Super. Hier. Du solltest was essen. Du musst hungrig sein. Du warst lange bewusstlos. Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Mensch als Beilage? Nein. Nein, versprochen. Es ist das Hirschfleisch. Es ist ein mieses Schwein. Oh. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Ihr tötet, um zu leben. Genau wie wir. Wir müssen für uns selbst sorgen und tun, was notwendig ist. Na toll, und was jetzt? Werdet ihr mich in kleine Stücke hacken? Nicht unbedingt. Bitte sag mir deinen Namen. Komplett durchgeknallt. Ganz im Gegenteil. Ich war ziemlich ehrlich zu dir. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen. Überzeugen wovon? Dass du zu uns passt. Du hast Herz. Du bist loyal. Und besonders. Oh Mist! Dummes kleines Miststück! Du machst es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ehrlich. Was? Sag ihnen, Ellie war es, die dir den scheiß Finger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Hm? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen. Ja.